passiert ist, so dürfen wir uns freuen, dass diese Gemeinschaft der Heiligen, an die wir uns retten dürfen, im Gebet wieder ein Stück größer wird. Denn es ist gut, wenn wir immer wieder im Gebet sind und wenn wir auch mit unseren Fehlern zu Gott, unserem Herrn, kommen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben von dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Ach, lass Vergebung und Verzeihung unserer Sünden und schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Ehre sei Gott in der Höhe. Thank you.
Paulus, ein alter Mann, jetzt auch Gefangener Christi Jesu, ich bitte dich für mein Kind Onesimus, den ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das bedeutet mein Innerstes. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient, in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht wurde deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Nicht mehr als Sklaven, sondern als weit mehr, als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich. Und wie viel mehr dann für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf wie mich. Wort des lebendigen Gottes. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt,
diesen nächsten Tagen, vielleicht heute noch, so einen schönen Tag, vielleicht nochmal einen Ausflug zu machen, nochmal in die Kirche zu kommen und diese einzelnen Stationen ihres Lebens zu betrachten. Eigentlich eine Heilige, wo es erstaunlich ist, dass wir überhaupt was von ihr wissen oder von ihr gehört haben. Denn ihr Wunsch war es nicht, groß in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern vielmehr, sie wollte das, was wir heute im Evangelium gehört haben, wirklich ganz und gar leben. Sich ganz und gar Gott, ganz und gar Christus schenken. Und alles auf sich zu nehmen, was damit auch an Anstrengung, an Mühsal verbunden ist. Denn Jesus sagt, also, wer mir nachfolgen will, der soll mir schauen, dass er das freundlich macht. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, so richtig mit Leidenschaft. Und das heißt eben auch, dass er sagt, wer mir richtig nachfolgen will, der soll nicht am irdischen Besitz hängen, daran, was es genau zu essen gibt, daran, wie schön mein Haus ist und ähnliche Dinge, sondern der Blick soll darauf sein, ganz in der Liebe Gottes geborgen zu leben. Und das hat die heilige Therese sehr früh versucht. Und dann wollte sie schon im jungen Jahr ins Kloster eintreten. Aber als ja fast noch Kind haben sie das nicht erlaubt. Sie war sogar einmal beim Papst und hat ihn angebettelt und der hat auch gesagt, na, ein bisschen Zeit musst du da los. Vielleicht auch, weil wir hier im Evangelium hören, ja, wenn du so einen großen Schritt tun möchtest, wenn du so einen großen Schritt tust, dann schau, ob du ja, genug Kraft hast, könnte man letztendlich sagen. Jesus macht da ein Beispiel, dass er sagt, naja, wenn du quasi in den Kampf ziehst und die anderen sind viel stärker, also überleg dir, ob du das schaffst. Und so könnte man sagen, ist auch dem Herrn nachzufolgen, das ist manchmal irgendwie so etwas ganz Kämpferisches. Da muss ich mit meinem eigenen Schweinehund kämpfen, da muss ich damit kämpfen, dass vielleicht, ja, man das Gefühl hat, den anderen geht es ja viel besser, wenn es nicht Christ sind. Also das ist schon so, das sind schon so Anfechtungen, die da kommen. Und so sagt Jesus, bitte schau, dass du genug Kraft hast, um diesen Weg gehen zu können. Und bei der heiligen Therese war es schließlich auch so, sie war so hartnäckig, dass sie schließlich ins Kloster aufgenommen wurde, hat es dann auch nicht leicht gehabt. Also sie war nicht die Schwester, die alle am besten behandelt haben. Aber sie wollte das tun. Sie wollte zu den anderen besonders gut sein. Und selbst zu denen, bei denen es nicht so leicht war. Heilige Therese, schon vor längerer Zeit in den Himmel aufgenommen worden. Heute dürfen wir aber einen anderen Heiligen besonders feiern. Ich finde das ganz besonders großartig. In diesen Tagen jährt sich zum fünften Mal, dass meine Oma gestorben ist und die hat zu dem Johannes Paul I. irgendwie eine besondere Beziehung gehabt. Also, die hat mir ein Buch geschenkt, so eine ganz blöde Robbersgeschichte mit Mord und Totschlag im Vatikan und ob nicht dieser Johannes Paul gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Hüllenzeit, in der er Papst geworden ist. Und sie hat sich immer so geärgert, dass da alle Heiligen gesprochen werden und der nicht, obwohl es mehr, so hat sie gesagt, so besonders verdient gehabt. Dabei, wenn man genau gefragt hat, ja, was hat ihn denn ausgemacht, dann hat sie gesagt, ja, der hat sich immer so lieb und freundlich gelächelt. Das hat man von einem Papst gekannt. Und da frage ich mich ja, also was macht es wohl aus, dass man zum Heiligen wird? Vielleicht eben, dass man auch so in Erinnerung bleibt, dass da jemand war, der freundlich war, der gütig war, der liebevoll war. Vielleicht gar nicht die größten Worte gemacht hat. Nicht mit großen Büchern in Erinnerung sein kann, weil er hat nur 33 Tage als Papst gewirkt, bis er gestorben ist. Aber er ist trotzdem ja, besonders aufgrund seiner freundlichen Art in Erinnerung geblieben. Vielleicht schon ganz spannend, wie er Papst geworden ist. Er kommt in eine Zeit hinein, da war das Zweite Vatikanische Konzil. Also ein Zeitpunkt, wo die Kirche so einen ganz großen Aufbruch gemacht hat. Dass wir heute Deutsch miteinander sprechen und feiern, das ist diesem besonderen Treffen der Kardinäle und der Bischöfe damals zu verdanken. Da war so eine große Aufbruchsstimmung und
wahrscheinlich können sich viele, die heute da sind, auch noch besonders gut an diese Zeit erinnern. Eine Zeit, wo man gesagt hat, ah, jetzt ist die Kirche wieder auf einem ganz großen Sprung nach vorne. Und der das angestoßen hat, war eben Johannes der 23. schon heilig gesprochen. Sein Nachfolger, Paul der 6., war einer, der ja, ein bisschen zurückhaltender war und der manche Dinge auch wieder gebremst hat, der auch Dinge geschrieben hat wie Humane Vitae, wo halt Dinge auch wieder ja, vielleicht nicht so große Sprünge vorangemacht haben. Aus der Sorge, dass man nicht, wenn man schnell voranspringt, irgendwie von der Klippe runterspringt. Also irgendwie die Kirche nicht gut mithalten kann, weil der Glaube der Menschen nicht gut mithalten kann. Da war also einer, der die Dinge groß voranbringt und einer, der auf diese besondere Kontinuität geschaut hat und auch das Konzil abgeschlossen hat. Und jetzt kommt ein neuer. Einer, der wahrscheinlich besonders überrascht hat, war, dass die auf die Idee gekommen sind, ihn zum Papst zu machen, dass Gott ihn in dieses Amt gerufen hat. Und dann hat er überlegt, ja, welchen Namen soll er wählen. Und er hat nicht gesagt, ich bin jetzt der nächste Johannes, also der so falsch und mit Schwung voranspringt. Ich bin aber auch nicht der Paul, der ja, das Bewahrende in den Mittelpunkt stellt. Er sagt, mit meinem Namen drücke ich aus, dass es beides kommt. Und dass damit ein Papst da sein muss für die, die sich nach dem Traditionellen besonders sehnen und die, die das, ja, das Fortschrittliche wollen. Beides braucht es, um ganz Kirche zu sein. Und so hat er diesen Namen angenommen, Johannes Paul der Erste. Und ja, was dann eben besonders in Erinnerung geblieben ist, dass er immer ein freundlicher Mensch war. Ein freundlicher Papst. Und deswegen ist vielleicht heute gut, sich zu überlegen, ja, wie möchte ich nur in Erinnerung bleiben. Was werden die Leute sagen, wenn sie über mich sprechen, wie sie mich wahrgenommen haben? Habe ich vielleicht ihr Leben ein Stückchen besser gemacht, weil ich in der Früh nicht blitzgründig, sondern besonders freundlich geschaut habe? Weil ich Hoffnung und Mut gemacht habe, denen, die sich Reformen wünschen, aber auch denen, die das Traditionelle wünschen, bin ich für alle ein guter Ansprechpartner, einer, wo man das Gefühl hat, ich gehe mit den Menschen mit, auch wenn sie ganz unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz, zu schauen, dass man für alle da ist, dass man ja für alle ein freundliches Wort hat. Es ist nicht leicht. Aber wir haben ja gehört heute im Evangelium, man soll sich halt wirklich bemühen, da mit ganzer Kraft sich einzusetzen. Zu schauen, dass man die Mittel dafür hat, ein Leben zu leben, das von anderen vielleicht sogar schon in dieser Welt wahrgenommen wird, als eines, das heilig ist. Denn das sollen wir versuchen, alle davon heilig zu sein. Amen. Wir bitten dich, erhör uns. Für alle, die gut vorhaben, planen
realisieren können und für alle, die wegen Misserfolg die Hoffnung verloren haben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, danke uns. Für alle, die sich mit aller Kraft für den Frieden einsetzen und die unschuldig Hass und Krieg aushalten müssen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, danke uns. Für die, die mutig ihr Kreuz auf sich nehmen können und für die, die mit der Nachfolge Jesu nichts mehr anfangen können. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, danke uns. Für unsere Verstorbenen, die auf Jesus vertraut haben und für die, deren Lebenspläne durchkreuzt wurden und die keine Hoffnungsschimmer mehr haben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. In deinem Kreuz ist Heil, ist Leben und Hoffnung. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen. Singen feiern mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiere das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leid und seine Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Glauben deiner Liebe für immer verbunden sind, im Geist deiner Liebe für immer verbunden sind, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns an die Bild deines Sohnes, stärke uns der Einheit mit deinem ganzen Volk. Mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche gestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mach uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als freie Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengeben. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deinen Glauben du allein kennst. Lass sie dein eigenes Leben schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, mit heiligen Josef, mit der Nordosten, mit den Märtyrern
zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die Verlautbarung. Um 9 Uhr heilige Messe mit Taufe von Manuel Konrad. Um 9 Uhr heilige Messe in Unnerbach mit Segnung des Um- und Zubaus zum Feuerhaus. Herzliche Einladung zur Konversion Schwimmkirchstadt. Vorstellung ist jeweils am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Karten bekommen Sie vor Beginn der Vorstellung an der Tageskasse, die bereits 2,5 Stunden vor Beginn öffnet. Es gibt ausreichend freie Plätze. Montagsschulempfangsgottesdienst für die Volksschule um 8 Uhr und für die Mittelschule um 9 Uhr. Am Dienstag um 18.30 Uhr heilige Messe in Eigen. Die Pfarrbücherei Kirchschlag wird am Dienstag um 19 Uhr zu einer Lesung. Genauer einen Krimiabend mit Axel Beer und Georg Hagler ins Pfarrzentrum. Eintritt ist frei. Am Mittwoch um 18.30 Uhr heilige Messe mit Anbetung und Beichtgelegenheit. Am Donnerstag laden wir 14 Uhr alle Senioren zum Seniorennachmittag ins Pfarrzentrum ein. Freitag um 37 Uhr Geburtstagsmesse für alle, die im September Geburtstag haben. Samstag 19 Uhr und Sonntag 37 Uhr heilige Messe. Sonntag um 9 Uhr Fest der Treue. Heilige Messe zum Dank für gemeinsame Ehejahre. Anmeldung in der Pfarrkanzlei und bei Alexandra Bosch bis 9. September. Um 10.30 Uhr feiert eine Bildergruppe heilige Messe mit eigenen Priestern. Die Pfarre Simon Linden aus dem Waldviertel. Noch bis kommenden Sonntag kann die Ausstellung über die heilige Therese von Lisieux besucht werden. Herzliche Einladung. Die Pfarrkanzlei ist Donnerstag und Freitag von 8 bis 10 Uhr geöffnet. Bitte die Pfarrbriefe mitnehmen und austragen. Danke. Ja, vielen Dank. Gott, wenn man mal überlegt, es kann sein, dass nur bis Samstag die heilige Therese bei uns ist, also die Woche wirklich nutzen. Und heute freuen wir uns ganz besonders, dass auch unser Erzbischof, Kardinal Schönborn, zu den Passionsspielen kommen wird. Hoffentlich viele andere auch. Also gibt immer noch Karten und man kann also auch bei dieser besonderen Vorstellung dabei sein. Ja, ich hoffe, wir spüren in diesen Tagen besonders den Schutz der Heiligen, besonders auch unseres seligen Johannes Paulus I., auf dass wir mit einem Lächeln durch die Welt gehen und damit unser eigenes, das Leben der anderen schöner, leichter machen, weil wir uns ganz von der Liebe Gottes tragen lassen. Dafür bitten wir Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne und behüte euch und alle eure Lieben der Dreieinigen Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Danke sei Gott.